Haupttalk heute mit dem Simon Holdener. Vielleicht habt ihr ihn schon gesehen in der Regio-Zeitung, wo er auf der letzten Seite ja drauf ist. Und dann auch auf dem Online-Portal, wo man die ganze Geschichte von ihm lesen kann. Und jetzt können wir direkt noch ein paar Fragen stellen. Simon Holdener, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Wir kennen so ein bisschen deinen Weg, die Station, alles, was du so ein bisschen hast angerissen in deinem Leben. Und es ist spannend, immer wieder zu hören, ja, was dich auch bewegt da drinnen. Einerseits, und das haben wir auch so ein bisschen als Aufhänger genommen, ist es ja so der ganz sportliche Teil, der dich gerne wieder beschäftigt. Also Athletiktrainer von HC Fribourg-Gotteron, wo jetzt die Saison gerade so ein bisschen ausklingen ist. Und nachher aber auch mit dem Pure Fitness, mit dem Fitnessstudio. Wie ist das so entstanden, die Verbindung mit dem Sport? Oder ist der Sport immer ein wichtiger Teil bei dir schon gesehen? Ja, hat sicher ein grosses Stellwerk gehabt, immer. Also ich habe als kleiner Bubo Eishockey gespielt und Unihockey zusammen. Und er hat mich dann für das Unihockey entschieden gehabt, weil er lange in der Nationalliga gespielt hat. Und habe eigentlich nicht gewusst gehabt, dass ich auch Sport studieren wollte. Und habe dann meinen Abschluss oder meinen Masterabschluss zum Magglingen gemacht. Und dann hat sich das halt so ergeben, durch die Sportwissenschaft mehr jetzt in Athletik oder im Profibereich. Mhm. Und du hast inzwischen ja wirklich auch spannende Kontakte durch das Pure Fitness. Sportler, die man auch kennt. Wir haben darüber geschrieben, der Roman Josi zum Beispiel. Der überragende Hockeyspieler, könnte man sagen, von der Gegenwart. Vielleicht der beste, den wir je hatten in der Schweiz. Oder? Also rein, wenn man die Scorerwerte anschaut, und er in der NHL hat erzielt, mhm. Ja, ist das nicht zu hoch gegriffen. Wie ist es mit so Sportler näher können zusammen zu arbeiten? Ja, es ist natürlich auch absolut eindrücklich jetzt vom Josi, die Werte jetzt. Nicht gedacht, dass er das ja auch nochmal so performt. Schon nach der Norris-Trophy, wo er so gut war. Aber ja, er ist wirklich ein unglaublicher Überflieger. Und das ist, wie es halt eben manchmal im Leben so zufällt. Das ist dann im 15. Jahr eigentlich der Marc Streit, wo er noch in der NHL war. Können gewinnen als Athletiktrainer und der Roman ist dann auch immer dann auch schon auf Bern gekommen, und er eigentlich ja kann ihre Athletik begleiten. Jetzt sicher in den letzten zwei Jahren mit Corona ist es sicher weniger gewesen. Aber ja, es ist natürlich super, wenn man dann, mit so Top-Profis kann arbeiten. Mhm. Aber also ich würde jetzt so sagen, es gibt auch, ob jetzt bei Fribourg oder anderen, wo ja es gibt sehr viele Profis, die wirklich sehr, sehr professionell arbeiten. Ja, ja genau. Bei Fribourg können wir auch noch ein bisschen darauf eingehen. Dein Engagement jetzt beim HC Fribourg-Gotteron, wo du im Sommer vor allem gefordert bist, aber natürlich nicht nur. Das ist etwas, das das ganze Jahr so ein bisschen sich durchzieht. Sicher. Was ist das, was dich vor allem fasziniert, vielleicht an dieser Aufgabe? Ja, also die Athletik ist bei jeder Sportart eigentlich das Fundament und die Basis, wo darauf eine Performance kommt. Und Eishockey wissen wir, ist eine sehr schnellkräftige Sportart, ist eine Kollisionssportart. Da weiss man ja, wenn man der nicht eine gute Athletik hat, dann kommt man nicht weit. Oder? Darum hat es halt einen grossen Stellenwert, das ganze Jahr über. Und dann muss man natürlich eigentlich für die Athleten einfach die korrekten physischen Kochrezepte sozusagen eigentlich anrichten. Oder? Und man muss natürlich auch die Individualitäten und Eigenheiten der Spieler berücksichtigen. Und heute versucht man halt sehr viel zu individualisieren. Das ist sicher sehr wichtig. Und die in diesem ganzen Jahr zu begleiten. Aber grundsätzlich ist es sicher so, dass wenn ein Hockeyspieler zwei physisch auf einem ähnlichen Niveau sind, dann ist klar, dass man die Hockey-Skills unterscheidet. Da bin ich nicht zuständig. Aber wenn der eine natürlich ein höheres physisches Niveau hat und sie haben die gleichen Hockey-Skills, dann hat der andere einen Wettbewerbsvorteil. Und das ist meine Aufgabe. Oder? Ja, genau. Dass du deine Aufgabe auch gut gemacht hast, das hat man gesehen jetzt im Winter. Also Fribourger eine super Qualifikation schon gezeigt, eine gute Saison von den Fribourger. Also das scheint gut zu funktionieren und dann zieht das sicher mit sich, dass du wieder noch neue vielleicht Anfragen, Gelegenheiten hast.
Und auch beim Pure Fitness, wie läuft das dort so? Fitnesscenter, kann man sich vorstellen, hat es ja auch eine etwas schwierige Zeit gehabt, oder? Ja, also das Fitnesscenter ist für mich, das ist nicht so meine Leidenschaft gewesen, dass ich jetzt das Center leite und also sage jetzt ganz normale Kunden, da sind die Berechtigung. Aber für mich ist immer mehr einfach ein Standort wichtig gewesen. Und Fitness ist schon so, ich habe jetzt schon mehrere Jahre die Centerleitung eigentlich abgegeben. Ich brauche einfach die Infrastruktur, vor allem mit Athleten. Und ja, jetzt rein im Center selber, wo wir natürlich ganz viele Nicht-Sportler haben, einfach für allgemeine Fitness, die Kunden, ist es natürlich mit Corona sicher herausfordernd gewesen. Ja, ist klar, wir haben natürlich in diesen zwei Jahren auch die Lockdowns gehabt und der Betrieb war zu gewesen. Aber wir haben es ja, doch auch sehr gut überstanden und jetzt ist es wieder gut am Zunehmen. Okay. Wie ist denn das? Meine, jetzt auch bei uns in der Regio-Zeitung ist es ja nicht nur so, dass es irgendwie um rein das geht, was jemand als Tätigkeit macht, sondern auch um einen Mensch hinten dran. Also um die ganzen Wertefragen hinten dran. Also wie gehst du auf einen Mensch ein? Wie wichtig ist das für dich, die Verbindung vielleicht auch herzustellen, dass du nicht nur rein sagst, ja, fachlich Trainingsplan, zack, 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 so das Menschliche? Ja, also jetzt geht in Bezug auf Gotero, wo man natürlich nicht die Athleten eigentlich fast zu viel sieht. Oder man sieht jeden Tag, wir trainieren mehr 6 oder 7 Tage anstatt 5. Man sieht sie wirklich fast 7, 24. Und werden auch ganz andere Werte plötzlich auch einen höheren Stellenwert. Und ich denke, das, was für mich etwas ganz wichtig ist, ist die Kontinuität und auch nicht schwankend sein oder einfach durch das Band durch eine höhere Pace haben, ausgeglichen sein, nicht zu emotional sein. Einfach also bei der Energie, die du ihnen kannst geben. Bei der Energie, die ich ihnen kann geben oder der Aufmerksamkeit, aber natürlich auch einfach in meinem Verhalten ihnen gegenüber, eben, dass das nicht schwankend ist, sondern dass, dass sie auch Vertrauen zu mir haben. Oder? Und das habe ich das Gefühl, das klingt mir gut und das ist auch etwas, wo ich natürlich auch viel reflektiere und arbeite. Und es ist überall, wir wollen motiviert unsere Tätigkeit verrichten. Aber wenn wir jetzt im Büro Tätigkeit haben, dann kann man sagen, jetzt, wenn man nicht so die Laune dazu hat, kann man das vielleicht noch mehr verstecken. Wenn man natürlich immer mit dem Athlet arbeitet, 7/24, dann kann man das wie nicht verstecken. Oder dann muss man irgendwie die gleiche hohe Grundperformance haben. Und die muss nicht immer 100 sein, aber die muss immer 80% sein. Und das ist eben sicher sehr wichtig. Und dann ist es halt, es muss positiv sein. Oder es kann nicht sein, dass man dann irgendwie jetzt negativ redet oder Sachen, die nicht stimmen. Eben, wenn es jetzt nicht so positiv läuft, dass man dann über Sachen herziehen oder sogar über andere Personen schlecht reden oder was auch immer, dass ich mich dort versuche, Konsequenz rauszuhalten und eigentlich das Positive vorstreichen oder vorheben oder eben sofort die anderen Themen umzuleiten und eigentlich dort eigentlich den Spieler versuchen, auch irgendwie einfach, ja, einfach konstant zu sein oder einfach, dass sie wissen, ja, das ist gleichbleibend, das schafft Vertrauen und sie wissen, ja, wie ich bin. Ich bin nicht einmal so, einfach zu launisch oder ein Fähnchen im Wind. Ja, also wahrscheinlich haben sie auch für den Bereich so vom ganzen Mentalen dann noch einmal Mentaltrainer, je nachdem, oder? Die Sportler nehme ich an auf dem Niveau, wo du dran bist. Aber merkt man jetzt, das spielt gleich auch hier schon eine Rolle, oder? Also, dass wir das ganzheitlich anschauen. Es ist natürlich schon so, dass der Mentaltrainer, also es ist immer abhängig vom Headcoach. Es gibt Headcoaches, die wollen einen Mentaltrainer, der fix im Team ist, und andere, die sagen, nein, das muss die Athleten individuell organisieren und so weiter. Und wenn es die Athleten individuell machen, ist der Mentaltrainer natürlich nie so nah wie ich, wo 7/24 da ist. Oder ja. Dann sind mit dem Mentaltrainer Sessions und vielleicht tun sie Sachen austauschen individuell, aber ich habe das Gefühl, in ganz vielen bin ich gerade so nah, wenn nicht näher am Spieler selber, wie er sich fühlt, wo er jetzt dran ist, private Probleme und so weiter. Manchmal fast zu viel. Oder? Und dort, ja, dort kann man natürlich schon auch Einfluss haben und eben versuchen,
nicht Muster annehmen, die man nicht will. Eben, wo ich sage, zum Beispiel, es muss positiv sein, ich will nicht über andere negativ reden. Es muss irgendwie immer konstruktiv sein, lösungsorientiert sein. Also der Charakter von einem Athletiktrainer neben dem Fachlichen ist eben gleich auch sehr wichtig, oder? Macht sehr viel aus. Klar, man kann sicher auch Athletiktrainer sein, der sagt, ja, ich bin nicht zu nahe, ich will nicht nahbar sein und bis dort und dort. Und dann entwickelt sich vielleicht auch weniger in der zwischenmenschlichen Beziehung. Oder also es ist nicht so, dass ich über dem komplett nahe bin. Es ist ja, alle Spieler sind unterschiedlich, es ist nicht jeder gleich. Mit den Welschen reden nicht so gut Französisch, ist vielleicht auch noch mal etwas anderes als mit Deutschschweizern. Und gleich versuche ich, alle gleich zu behandeln. Die, die wollen, die sich selber auch öffnen, dort wird es vielleicht mehr persönlicher. Aber es soll einfach nicht eine Maske sein, es soll einfach echt sein. Das ist eigentlich das Wichtige. Und bei dir ist ja auch so, keine Ahnung, ob das die Spieler überhaupt wissen, dass du auch als Christ in dem Sinn, du hast dein Projekt in Afrika aufgebaut. Heute heisst die Foundation Zikomo, zuerst und Play Football Malawi. Also, wo der, ein Projekt, das der King tut, über den Sport auch eine Hoffnung vermitteln, kann man sagen, wieder eine Lebensperspektive probieren zu geben. Mhm. Also, der Glaube ist ein wichtiger Teil von dir. Frage ich vielleicht zuerst so, also, spielt das für dich überhaupt in deiner Tätigkeit eine Rolle? Oder dass du das Bibu dabei hast, schliesst sie auch gut aus, oder bei uns nicht zu dir, aber wissen das Spieler? Ja, also es hat vor 3 Jahren hat es mal eine Sendung gegeben, im Fenster zum Sonntag, und dann sind sie auch filmen ins Training und so. Und es hat dort schon Fragen gegeben. Und, also ich bin offen, aber ich bin auch nicht sehr missionierend. Also, aber ich habe einfach das Gefühl, man muss es wieder echt vorleben. Aber es ist sicher ein Herzumfeld, zum evangelistisch oder missionarisch tätig sein. Und das ist nicht mein Hauptziel. Es ist einfach, ich will ich sein, wenn Fragen sind, dann soll es so sein. Aber und es gibt 2, 3 Spieler, die ich weiss, die vielleicht näher am Glauben sind. Und der ist natürlicher. Und andere, wo das für die fremd ist, dann will ich sie nicht in dem Sinne irgendwie vergewaltigen. Oder ja. Dann lasse ich sie lassen, wie es für sie stimmt. Ja, das denke ich mir auch. Wichtiger Teil. Also, das passt ja auch gut eigentlich zu dem mit so einem Konzept, das wir haben mit den Regio-Zeitungen, wo man kann sagen, wir begegnen einander auf Augenhöhe, Dialog, aber Respekt, was der andere wirklich preisgeben will, auf das kann man eingehen. Sonst, genau, ja. Würde ich sagen, das sehe ich auch hier genau gleich. Ich glaube auch, gerade in der Schweiz wahrscheinlich umso mehr, oder? Das ist jetzt vielleicht, wenn man das vergleicht, du hast jetzt eben vorhin erwähnt, Afrika auch schon ganz stark erlebt, oder? Dort hier ist das je nachdem anders, oder? Völlig, oder? Das ist einfach allgegenwärtig. Du redest mit jedem über den Glauben, wie es gerade ist. Du bist irgendwie an einer Geschäftssitzung und bevor du isst, das sind die 20. Hoch, es wird noch gebettet. Das ist so eine andere Welt. Ja. Ja, absolut. Ja, und du lebst dort hier stark drin, durch das eben einerseits das Hilfswerk, das ich schon erwähnt habe vorher, andererseits, und das hat natürlich mit dem Hilfswerk einen Zusammenhang, du bist geheiratet mit einer Frau aus Malawi, gell? Ist das genau, richtig? Ja, genau, ja. Ja, also eben die Zikomo oder Play Football Malawi als erstes ist jetzt 10-jährig. Und am 16. habe ich nachher eine Frau aus Malawi geheiratet. Ja, genau. Genau. Und auch 3 Kinder? Ja, genau. 3 Kinder haben wir zusammen. Und sie hat auch noch aus vor meiner Zeit auch noch 2 Buben. Einer ist in Malawi und der andere ist bei uns. Also bei uns sind wir 6. Ja. Okay. Und jetzt, wie ist das so, eine Familie zu haben, hier in der Schweiz, so ins Leben zusammen zu gestalten, weißt du, mit diesem kulturellen Hintergrund? Gibt das lustige Situationen? Oder, ja, wie tut das? Ja, also es war sicher für sie schon eine grosse Veränderung. Sie kommt eher aus einem reicheren Elternhaus und konnte auf Privatschulen gehen und eine gute Bildung haben.
Aber wenn sie jetzt irgendwie aus einem ländlichen Gebiet kommen und sie wäre wirklich in einfach wirklich mit zweimal nichts aufgewachsen, dann ist es auch wirklich so fast unmöglich. Mhm. Aber auch so war es natürlich sicher für sie am Anfang sehr herausfordernd gewesen, in ganz vielen Bereichen. Malawi hat als Amtssprache Englisch, von dem her hat sie sich recht gut können durchschlagen immer. Aber ja, es gibt natürlich schon Sachen, die rein kulturell sehr, sehr unterschiedlich sind. Eben, gibt es so die Geselligkeit, Familienzippen, ist halt in Malawi viel mehr zusammen und bei uns ist man viel mehr isoliert. Jeder hat sein Einfamilienhäuschen oder wie auch immer und tut sich selber organisieren. Das waren sicher für sie auch nicht ganz einfache Sachen gewesen. Eishockey hat sie auch noch gar nicht gekannt. Hat sie nicht gekannt, aber sie hat von Anfang an sehr gerne Unihockey und Eishockey schauen. Ja, das macht sie gerne. Ja, spannend. Ja, jetzt haben wir ja da die Zeitung auch so ein bisschen betitelt mit dem Hope, also Hoffnung. Mhm. Und da würde mich noch einmal ein bisschen interessieren, jetzt auch bei dir, was würdest du da so sagen, was ist das, was dich antreibt, deine Hoffnung vielleicht für wo dir Energie gibt, für im Alltag eben wieder rauszustehen und in dem ganzen Betreuen der Athleten oder einfach in deinem Leben generell vielleicht? Mhm. Ja, also ich würde wirklich sagen, eben, dass das Christsein für mich zentral ist und dass ich meine jetzt so das tägliche Austauschen mit Gott, mit Jesus und die Bibel lesen ist sehr wichtig. Nur durch das durch, oder wir müssen uns immer wieder, oder ich muss mich immer wieder füllen mit Kraft und mit Weisheit und mit ganz vielen Sachen. Und nur dann können wir sie auch leben. Aus uns heraus selber habe ich das Gefühl, ist oft vieles einfach ein Murks. Und so gelingt es uns viel einfacher. Oder? Wir können vieles nicht selber einfach erwirken. Oder? Wir haben zwar das Gefühl, aber vieles ist uns ja geschenkt. Oder? Mhm. Ja, das sagt der Athletiktrainer, der eigentlich weiss, das Körperliche oder sehr viel kannst selber stehlen und parat sein und so. Aber es gibt Momente von Schwäche und eben, wo klar, im Physischen kann man sicher sehr viel trainieren, aber ich meine jetzt im ganzen Geistlichen oder im Seelischen oder im Gedanklichen in dieser Einstellung habe ich das Gefühl, ja klar, wir können es positiv ausrichten, aber wenn man lange Zeit einfach immer konstant sein will, habe ich das Gefühl, ist es schon ganz eine andere Qualität, im Glauben unterwegs zu sein und immer wieder die Verheißung aus der Bibel zu nehmen und wissen, auf was für ein Fundament das wir bauen können. Vor allem in schwierigen Zeiten. Genau. Und kann man vielleicht dort hier noch so ein Beispiel bringen, weißt, wie das kann aussehen kann, wie du vielleicht hast du spezielle Idee, so, die du geschenkt hast bekommen, aus dem aus, oder wo du merkst, hey, da hat es mir jetzt wirklich, oder das hat mir speziell in dieser Situation geholfen, für es noch etwas fassbarer zu machen. Ja, also ich kann jetzt nicht weiss, wie viele Bibelverse auswendig, aber ich lese sicher jeden Tag. Und da kommen immer wieder halt die speziellen Situationen, immer Verse in Sinn. Irgendwie. Freude am Herr ist meine Stärke oder was auch immer, wir sind Überwinder mit ihm oder in ihm ist uns alles geschenkt oder was auch immer. Einfach. Und dann habe ich das Gefühl, ja, da kann man schon viel mutiger ans Werk oft oder einfach auch gelassener oder sagen, ja, schau, ich muss es nicht so im Griff haben. Es kommt gut oder er schaut. Ist das bei dir immer schon von der Kindheit her da gesehen, die Nähe zu der Bibel oder eben den christlichen Bezug? Oder hast du das so schon unterwegs kennengelernt? Ja, also eigentlich habe ich den Kontakt jetzt zu Freikirchen oder so gar nicht. Da bin ich erst etwa mit 24 bin ich mal zuerst mit einer Freikirche gekommen. Und vorher ist es, also ich bin schon irgendwie auch religiös aufgewachsen und bin ab und zu in die Sonntagsschule. Und ich habe aber irgendwie gleich immer irgendwo so eine Gottesfurcht. Also für mich war es immer fremder gewesen. Ja, wir sind einfach Schall und Rauch und wir sind aus nichts entstanden, als es gibt irgendwie eine höhere Macht. Das war mir immer viel näher gewesen.
Und ja, und dann ist das halt auch so ein bisschen, ja, habe ich dann auch eine schwierige Lebenssituation gehabt. Und das ist dann, dann bin ich ja selber auch noch aktiv gewesen. Und nachher ist dann ein anderer Team Mitspieler, hat mich dann irgendwie zum Näseressen-Gottesdienst mal mitgenommen gehabt. Und Sportler ruft Sportler. Ja. Genau, ja. Und nachher bin ich so mit 24 in den mehr reingekommen. Ja, bin ich eigentlich dann so, habe ich mich mehr mit dem Glauben auf auseinandersetzen. Und jetzt, also ich bin ja 42 und jetzt ist es natürlich ganz alltäglich und vieles ist sehr, sehr gewohnt. Oder? Und es ist gar nicht mehr, ich weiss fast gar nicht, wie es vorher war. Ja, es lässt schon ein bisschen Wurzeln vielleicht da drinnen, oder? Von genau, den Gewohnheiten her. Und so. Absolut. Ja. Ja. Hey, super, spannend gewesen. Einmal ein bisschen Einblick zu bekommen noch in dein Leben als Athletiktrainer oder auch im Fitnessbereich, wo du da viele Leute coachst. Auch das mit dem Hilfswerk, wo der gang noch dran seid. Das ist, wie alt ist jetzt das Affe? Jetzt ist es 10 Jahre. Und wir haben neben dem ganzen Sportprojekt viele Bildungsprojekte, die wir machen. Und ja. Es ist sicher eine Gratwanderung oder es ist ein grosses Spannungsfeld. Es geht um Spitzensport, wo sich so auch sehr viel einfach um Schall und Rauch geht in dem Sinn oder eben wirklich so um Existenz oder existenzielle Bedrohungen oder eben wirklich, wo sie einfach nichts an Infrastruktur haben in Afrika. Und ja, das ist sicher auch eine schöne Arbeit oder sehr eine wichtige Arbeit. Okay, dann wünschen wir alles Gute in den beiden Bereichen, wo du da dran bist und merci vielmals noch einmal, dass du deine Geschichte geteilt hast. Im Rahmen auch von dieser Regio-Zeitung Hope und jetzt auch hier. Merci vielmals, Simon Holdener. Merci auch vielmals. Danke. Und wenn ihr die Geschichte noch in Ruhe wollt, nachlesen wollt, dann könnt ihr, wie gesagt, auf das Portal gehen. Es gibt verschiedene Domains, also Links, wo ihr das findet, unter anderem hopebern.ch oder auch Hope Freiburg. Für die, die vielleicht eher über Freiburg-Gotteron, diesen Bereich, sozusagen, sind jetzt darauf aufmerksam worden, dann empfehle ich das gerne. Wir haben auch noch in den Links die andere Story, die er erwähnt hat, vom Fenster zum Sonntag, wo man noch das Video noch einmal schauen kann, das dann produziert worden ist. Danke vielmals für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ade.